Ja, wir haben Medlock befreit. Und laufen jetzt den Weg zurück zur Vakuumröhre, weil ich Medlock jetzt ein paar Sachen schicken muss, die sie gut gebrauchen kann. Soweit ich mich jetzt ganz dunkel erinnere. Also ich habe das Spiel schon mal gespielt. Zwar nicht ganz bis zum Ende, aber dazu sage ich später noch was. Also weiß ich so halb, was ich hier machen muss. Aber keine Sorge, ich werde hier nicht rumirren wie blöde. Wenn ich hier irgendwann mal den Eindruck habe, dass ich echt hänge, dann werde ich mir da schon irgendwie Hilfe suchen. So, wir schauen mal. Kann ich hier irgendwas schicken? Nee, ich lasse ihn jetzt einfach mal hier stehen. So, wir sind jetzt ein neuer Charakter. Juhu, Medlock am Start. Wir gehen zuerst an diesen Spind hier. Und da ist nämlich eine Waffe drin und reichlich Munition. Im eigenen Inventar haben Nach wir. Monaten im Weltraum ist dies das Letzte, das ich noch habe. Ja, genau. Und von diesem Nikotinpflaster wirst du dich verabschieden. So, was hat's hier noch? Kontaktlinsen. Eine Kontaktlinse. Habe die andere beim Zusammenstoß verloren. Ohne sie bin ich besser dran. Ja, man sieht zwar nichts, aber. So, Lippenstift. Ich bin zu altmodisch. Wieso? Welche Farbe ist das denn? Oma-Rot oder was? So, Foto. Einige Freunde damals in London. Setze ich jetzt auch ein. Ich bin nicht der Meinung, dass wir das irgendwie alles brauchen. So, alle drei Charaktere haben eine Waffe. Das freut mich. Hat sie auch noch irgendwie. Nee, hat sie nicht. Das Aussehen ist nicht wichtig. Innere Werte zählen mehr. Also das war jetzt die Weisheit des Tages. Deswegen sorgen wir auch dafür, dass sie rauskommt und ein bisschen was tut. Ich muss kurz husten. Entschuldigung. Ich fühle mich wie ein Käfer, der gerade mit einem Insektenvernichtungsmittel besprüht wurde. Ich fühlte mich schon schlecht vor der Dekontamination. Jetzt fühle ich mich scheußlich. Echt beschissen. Tja. Ja, jetzt fühlst du dich wenigstens so, wie du aussiehst. Nein, Hier geht nichts. Hä? Wieso die Tür ist offen? Wo ist dein Problem? Bergbauzugangsbereich. Spitzname Times Square. Die Luft stinkt faulig. Schlechte Lichtverhältnisse. Naja, wie schön du das jetzt zusammengefasst hast. Wir gehen mal hier hin. Okay, hier ist nur ein lockeres Kabel. Hier können wir anscheinend nichts tun. Okay, die Waffe erstmal laden. Weil ich befürchte, wir werden hier nicht lange allein bleiben. Hey, hier ist eine Luke. Okay, hier ist eine Stichsäge drin. Oh, Piccolo-Munition und Notizen von einem gewissen Holmes. Etwa von Sherlock Holmes. Ein interner Witz der Vita-Basis, nehme ich an. Okay, ich frage mich, Holmes, was hatte Yuri im Chemielabor zu suchen? Brauchte sicherlich einen subversiven Cocktail. Braute sicherlich einen subversiven Cocktail zusammen. Okay. Schenkelklopfer. Nee, die lassen wir da, wo sie ist, denke ich. Brauchen wir jetzt nicht. What? Was war das? Okay. Wir nehmen der Leiche einfach mal alles ab. Allein die Berührung dieser Leiche führt zu Erfrierungen an den Fingern. Warum ist sie so eiskalt? Oh Gott. Kommt das von hier? Oh, bitte nicht. Bitte nicht. Das bringt uns weiter. Ja, schön. Biochemical and Associated Activities Research. Laboratory. Unter uns nennt man es einfach Chemielabor. Aha. Alles klar. Ach, hier ist ein Computer. Schreibtischschlüssel, Rezeptorplatte, Flechte und ein Gesundheitsschub. Das ist gut. Damit können wir definitiv was anfangen. Und hier liegt was im Schlauch, glaube ich. Marsgestein. Alles klar.
Okay, was haben wir hier? Flachmann? Obwohl, nehmen wir. So, was gibt's hier sonst noch? Biosensor. Okay. Ja, ich eier hier so rum. Mann. Nein, ich setze jetzt mal ein paar Sachen, die ich nicht brauche, in den Vakuumschlauch ein. Das brauche ich auch nicht. Zigaretten braucht die auch, nicht soweit ich weiß. Aber wir geben mal ein bisschen Piccolo-Munition ab. Wir haben ja genug. Und zisch, weg. Ach. Ja, Der liegt noch. Wir brauchen das. Und die Munition nehmen wir auch. Und geben aber die blauen Marken alle rein. Ja, das war so klar. Also, Khan geht jetzt wieder ins Arboretum. Also ich fürchte, mit Khan werde ich sehr viel schießen müssen. Weil wenn die mich hier anknabbern, ist echt schnell aus die Maus. Und das wäre sehr, sehr schlecht, wenn man in dem Spiel wirklich so gut wie gar nicht speichern kann. Wir benutzen einfach mal die Stichsäge an dem rostigen Vorhängeschloss. Ratsch, ratsch, ratsch. So, na, das sieht doch schon mal super aus. Wir nehmen die Handschuhe. Und wir nehmen ein Unkraut-Vernichtungsmittel-Sprüher. Das ist doch schon mal sehr gut. Und gehen hinaus. Aus dem Arboretum. So, folgendes. Wir haben jetzt diesen Unkrautmittel öffnen Behälter, Spraydose nehmen. Handschuhe. Ich weiß jetzt nicht. Der hier steht ja auf jeden Fall wieder. Hä? Hä? Wieso verschieße ich hier völlig unnötig so viel Munition? Geh weg! Geh weg von mir! Hä? Bin ich jetzt irgendwie doof? Was soll denn das? Stirb! Ist doch mal gut hier! Oh, das nervt ja! Die Spraydose setzen wir nämlich auch noch ein. Und die Stichsäge eigentlich auch, aber dafür ist jetzt kein Platz mehr. Naja, kein Problem. Machen wir dann. Gut, das sollte es sein. So, ich drehe Khan wieder in eine sicherere Richtung. Wir wechseln jetzt nämlich wieder zu Matlock. Die nimmt sich die blauen Marken. Nee. Und diese Spraydose. Und geht hier hin. Hier ist nämlich so ein chemischer Kombinierer. Und da setzen wir die Spraydose ein. So, wir haben jetzt Folgendes vor. Ihr wisst ja, dass ich beim Arboretum hinten in diesem extra Abteil da irgendwie war. Und da war dieses große Mutantenvieh. Und genau das müssen wir jetzt irgendwie loswerden. Das heißt, wir füllen Salzsäure in den Behälter. Jawohl. Und nehmen das und schicken es über den Vakuumschlauch. Na, über den Vakuumschlauch, habe ich gesagt. Na, erstmal muss ich das hier wieder runterziehen. Einsetzen und tschüss. So, wieder zu Khan. Doch das seht ihr erst in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.